Guten Tag, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal und ratet mal, was passiert ist. Vielleicht, vielleicht seht ihr es jetzt durch die Szenenwechselansicht und wir sind wieder in unserem Zimmer und das letzte Mal, als wir aufgehabt hatten, hatten wir schon die Mondo-Vending-Maschine benutzt und sind im Flur geblieben. Somit durfte ich jetzt die letzte halbe Stunde nochmal, alles nochmal Recap passieren lassen. Revue passieren lassen und deswegen gehen wir jetzt zur Mondo-Maschine. Wir holen uns neue Items raus, werden dann nicht dieselben sein wie im letzten. Deswegen dachte ich mir, ich steige jetzt mit euch hier ein, dass ihr seht, wie ich meine Items bekommen habe und nicht, dass ihr euch wundert, ne? Wir fangen auf jeden Fall wieder an. Es geht wieder los. Danganronpa. Richtig geiles Game. Ihr kennt mich. Ihr habt schon die Videos gesehen. Deswegen wisst ihr, dass ich dieses Spiel einfach nur liebe. Und wir sind jetzt schon in Chapter 3 angelangt, das heißt, der nächste Mord wartet auf uns. Wir haben letztens schon alles untersucht, alles durchguckt. Wir waren hier im Badehaus, wir haben Chihiros alter Ego gefunden, die er programmiert hat. Und ja, jetzt gehen wir nochmal zur Mondo Vending Machine, weil wir haben noch ein paar Monocoins. Und ich hoffe, dass uns das Spiel diesmal nicht im Stich lässt. Da starten wir auch die Stunde. Die geht jetzt los und zwischendurch wird auch noch ein Kaffee gegönnt. Oder besser Espresso. Ich habe eine Espresso-Maschine, aber ja, wen juckt's, ne? Auf jeden Fall geil, dass wir wieder hier sind. Ich freue mich auf jeden Fall mega schon wieder. Und wir gehen rein. Wir geben einen Shot. Wir versuchen es natürlich. So, ich gebe ein. Schrauben immer so weit runter, wie ich so denke, könnte passen. Ja, das gefällt bestimmt irgendjemand, so ein scheiß Tanker. Ganz komisches Item. Aber brauchen wir auch mal so ein Ding, ne? Also, das ist ein Comic, oder? Wir machen jetzt immer mal 10. Mal gucken, was da rauskommt. Bojobo Dolls, die hatten wir schon. Ganz wilde Nummer. Oh, was ist das? Hä? Das sah ja komisch aus. Ja, wir machen mal 10. 10 ist schon genügend. Ah. Push-up, BH. Hände, Fasser. Was ist das? Oh mein Gott. Ein Ring? Hä? Soll ich den Kyoko geben? Das Problem ist, Kyoko wird es nicht mögen. Ich mag zwar Kyoko, aber die wird sowas nicht feiern. Was ist das? Was kommen hier für komische Items? Noch ein Buch. Okay, let's go. Wir haben... Ich sollte vermutlich gehen, genau. Bam. Area verlassen. Wir haben ja auch schon das Motiv bekommen für den dritten Mord. Wir haben Geld. Doch wer würde für Geld töten? Kein Mensch, kein Mensch. Kein Mensch würde für Geld töten, ist klar. So, System. Nein. Ich will Presents. Und jetzt bin ich gespannt. Wir haben noch Chips. Ein schwarzes Croissant? I beg good made from black ingredients. It looks burnt, aber es schaut verbrannt aus, aber es ist wirklich gut. Okay, ist anscheinend so eine Sache, dass es richtig gute Croissants gibt. Genau, die hatten wir schon. Sonnenblumenkerne. Love Status Ring. Für Kyoko. On both, that's just asking for catastrophe. okay. Nein, wir haben doch noch einiges zu erkunden. Wir haben diesen komischen Ring. Souls Diamond haben wir bekommen. Halt die Klappe, Handy. A brand name Diamond popularly used in engagement rings. Das ist nur eine Imitation. Das ist nur ein Fake? Nee. Okay. Genau, die Scarabeus-Brosche. Glasses. G-Sig.
Bunny Earmuffs, das ist stimmt, achso, das haben wir nicht mehr. Das ist ein Throwaway Watch, das könnte Kyoko gefallen. Ja, ich glaube, wir gehen wieder zu Kyoko. Weil das Problem ist, ich sehe jetzt auch gerade nichts, was den anderen noch so gefallen könnte. Golden Gun. Selbstzerstörungskassette. Red Tea Hungry Caterpillar. Mr. Fastball, antike Doll, Golden Airplane, was haben wir hier? Prince Shotoku's Globe. Globus? Ein Sphären. Also, das repräsentiert die Fähre der Erde. Sieht aus wie ein Softball. Hat die Größe von einem Softball. Oh, oh, Part Science and the Parts of. Okay. Schon ein bisschen alt und es wurde gefunden. Secrets of the Omoplata. Brasilien Jiu-Jitsu. Der teaches High Level Shoulder Lock Techniques. Omoplata is another word for the scapel or shoulder blade. Das wäre was für Hina, sowas Sportliches. Oder Sakura. The Fun Plane. Project Zombie, ein Game, das ist natürlich was für Hifumi. A Magic Game Designed for the Fun Plane ist auch was für Hifumi. Genau. Ganz, ganz komische Dinge. Genau, das hat Kyoko letztens gefallen. Da wird er auch so eine. Ihr ist auch so eine Weg-Uhr. Wegarmbanduhr gefallen. A Man's Fantasy. Bosch based inside Tokyo Fudic. Okay. Ich hab. Ja, irgendwo ist das was Perverses wieder. Wir suchen Kyoko. Weil ich hab echt keine Ahnung, was ich den anderen geben soll. Das ist gerade. Bin gerade so lost, was das angeht. So, Hifumi ist hier. Genau. Da ist Kyoko. Sie ist im Labor. Physiklabor. Oh nee, ist nicht. Habe ich mich vertan? Wahrscheinlich, ja. Okay, ich habe mich vertan. War nicht Physiklabor? Mann! Map. Physiklabs. Ja, natürlich! Hä? Hä? Wo ist sie? Natürlich ist sie Physiklabs. Hä? Ich müsste mich mal in die andere Richtung. Hä? Bin ich dumm? Sie ist nicht hier. Ich kann nie... Ach, Alter! Sie spielt einfach Verstecken. Sie kann sich nicht um mich sorgen. Ja! Ich find's cool, wie sie im Anime später echt zusammenwachsen. Die liebt ihn ja auch, also. Später. Sie macht auch schon. Sie schafft's auch noch richtig, eine beschissene Entscheidung für uns zu treffen. Was ganz lustig ist. So, meine Gutste. Das ist so ihrs. Ja, bist du dir sicher? Mensch. Tut mir leid. Ja, sie mag es. Nice. Aber sie redet nicht weiter mit mir, lol. Hä? Es hört sich an, als wäre jemand hier. Okay, was ist los? Ja! Kiyotaka, mein Bester! Taka! Oh. Ist das wahr? Kann ich wirklich Chihiro sehen? Ah, du meinst Alter Ego. Er ist am Leben? Naja, nicht richtig.
Lass es mich sehen. Ich will mit ihm reden. Taka. Kyoko sagte, wir dürfen Alter Ego nicht benutzen, aber er könnte dann halt zu sich selbst finden, weißt du? Er kann ihn nicht hier lassen. Okay, warum gehen wir nicht? Ach man. Kiyotaka ist so ein cooler Charakter auch. Kann ich Chihiro sehen? Nimm mich mit. Okay. Wohin gehst du? Hä? Es ist vermutlich das Beste, dass du nicht mit ihm herumrennst? So viel? Kyoko schaut Taka an, der hinter mir stand. Ja, ich weiß das. Aber ich wurde ein bisschen hungrig. Ich dachte, wir könnten in die Dining Hall oder ins Lagerhaus oder so etwas gehen. Naja, dann schätze ich, dass es okay ist. Naja, sie hat schon was gemerkt. Also, ja, es ist... Also, Makoto nutzt ein bisschen aus, ne? Kiyotaka. Okay, da ist der Laptop drin. Ne? Verstehst du? Und auf dem Laptop ist das Programm, was Alter Ego genannt wird. Wie spreche ich zu ihm? Sag mir einfach, was du sagen möchtest und ich werde es für dich eintippen. Hast du Mondo? Und seitdem ich ihn nicht stoppen konnte, hast du mich? Und weil ich ihn nicht stoppen konnte. Bitte. Okay. Ich tippte die Frage ein, die Taka fragen wollte. Und dann... machst du dich selbst verantwortlich? Wenn Master jetzt reden könnte, denke ich... das, was er sagen würde... Bitte, lebe dein Leben für uns beide. Es ist unmöglich für mich jetzt, aber... du kannst noch überleben und entkommen. Alles von dir? Hey Taka, ich wollte mehr sagen, aber ich schloss meinen Mund. Derjenige, der gefragt hat, ist Taka, richtig? Nach allem, was ich an Daten analysiert habe, ist es die einzigste Erkenntnis, zu der ich gekommen bin. Ein Master hat mir erzählt, dass... how close, wie nah sich Taka und Mondo kamen. Also muss es sein, dass er sich verantwortlich fühlt. Der Screen wurde schwarz. Und als das... und was als nächstes passierte, war... Ey, du wirst doch nicht hier... unter der Verantwortlichkeit brechen, tust du? Ein Mann ist nur so viel wert, wie viel er auch tragen kann. Also, wie viel Last er tragen kann. Hast du verstanden, Bro? Hey, Mann, was sag ich denn? Natürlich hast du das. Ja? Das... Es tut mir leid, dass ich auf euch gestartet habe oder es angefangen habe. Das war meine... ich wollte eine Simulation... benutzen, indem ich die Daten von Mondo benutze, die Master mir gegeben hat. Ich dachte mir, wenn Taka so depressiv ist, ist das... er ist der Einzige, der ihn aufmuntern kann. Mondo. Oder was er ihm sagen kann. Also wirst du hier jetzt stehen, hä? Nur darauf zu warten, dass die Dinge besser werden? Nimm einfach deine Zeit und depressiv zu sein. Take that time to indulge your regrets. Du fingst an zu wandern, ohne es realisiert zu haben? Natürlich, diese Art von
melancholischen Denkens funktioniert bei manchen Leuten. Habe ich das mit dem richtigen Ton gesagt? Tacke? Jetzt wird's geil. Was? It's starting to sink in. Es startet in mir zu sinken? Wachsen? Der Weg wie ein Eimer voller Wasser in meine Bones, in meine Knochen. Ich versteh's nicht. Bone dry? Hä? Diese Wörter. Tief in mein Herz. Sie sind in mir. Ja! Mein bester Kiyotaka ist wieder da. Oh Mann, Taka! Wer zur Hölle ist Taka? Deine Augen. Hey, sei nicht besorgt darum. Ich schätze, ich bin ein bisschen aus der Szene gekommen. Schuss. Und deine Stimme. Ich bin ein neues Ich. Ah, ich bin so mit Fighting Spirit now. Du dummer Arsch. Okay, Taka, beruhig dich. Ich bin ruhig und nenn mich nicht Taka. Das ist nicht mehr mein Name. Ich bin ich. Ich bin ich. Hey, Taka, warte. Und ich rennte hinter ihn her. Aber jemand kam mir in den Weg, Kyoko. Und als Taka rausrannt, kam sie direkt in den Umkleideraum. Scheiße. Was denkst du, was du tust? Kyoko! Nein! Versteh doch, es ist nur... Renn nicht einfach so rum und tu das, was du für richtig empfindest. Es wird ein großes Problem werden. Und nicht nur für mich, für alle hier. Tut mir leid. Wenn du dich wirklich schuldig fühlst, solltest du jetzt rausgehen. Okay. Mich aber auch gewundert, warum ich vorher nicht mehr über sie erfahren habe. Es war so übelst weird. Er hat zwar das Geschenk gefallen, aber es gab keine Sequenz, wo ich mit ihr geredet habe. Aber was war plötzlich mit Takas Ausraster? Ich bin wirklich besorgt darum. Um ihn. Ding dong, bing bong, nach Zeit. Das ist eine Schulankündigung, so, wir kennen das alles, ne? Ja, es ist nachtzeits bereits. Ich schätze, ich muss warten, um herauszufinden, was mit Takas Sache los ist. Für nun sollte ich schlafen. Ah, ich feiere. Das ist so ein Grund, warum ich Taka einfach feiere. Puh, du willst wissen, warum ich Videogames hasse? Du glaubst es nicht zu glauben, aber... Ich hatte einen besten Freund. Einmal. Übrigens war er nur mein einzigster Freund. Aber nicht so wie ich, hatte er alle Arten von Freunde. Also ich und er waren eines Tages in diesem Haus, als eine große Gruppe von Leuten auftauchte, um abzuhängen. Sie kauften vorher das teuerste... das neueste, teuerste Videogame. Sie sagten, sie wären verloren in dem Spiel. Und haben halt Stunden gezockt halt mit dem Controller, ne? Aber nicht ich. Ich habe nur da gesessen und zugeguckt. Das ist richtig. Ich habe nur geschaut. Was ist damit falsch? Das interessiert mich nicht. Nur beim Anschauen war ich in der Lage, die besten Strategien auszufeilen. Ich hab's aber selbst nie gespielt. Und ich hab auch nicht geplant, in der Zukunft etwas zu spielen. Es zu spielen. Egal.
ist mit ihm? Oh mein Eda! Oh mein Eda! Alles klar, ich muss mich beeilen und in die Dining Hall. Ich muss allen erzählen, was mit Taka gestern passiert ist. Ah, ich hab gewartet. Hä? Bist du der Einzige hier? Wo sind alle anderen? Sie sind schon vorgegangen. Gegangen? Wohin? Mama. Wir müssen darüber später reden. Für nun an, lass uns ein Bad nehmen. Bad? Ach so, sie müssen reden. Ich verstehe. Ja, jemand muss helfen. Ifumi, was ist los? Makoto, rette mich. Ich hab niemals dafür deswegen gefragt, aber jetzt frage ich, was passiert? Sie hat mich versucht zu töten. Hä? Herr Kyoko hat versucht, dich zu töten? Was ist hier los? Na, er hat sich an alter Ego rangemacht, du Schlingel. Bitte hab Erbarmen. Don't just look around, okay. Ey, ich habe niemals gesagt, dass ich ihn töten werde. Ich habe ihm nur eine Frage gestellt. Ich würde gerne wissen, warum er den Fehler gleich zweimal gemacht hat. Das der gleiche Fehler? Ja. Den gleichen Fehler? Was hat er getan? Er ist in den Umkleideraum inmitten der Nacht gegangen und hat Alter Ego benutzt, ohne Erlaubnis. Und als ich ihn geschnappt hatte letzte Nacht, hat er den Laptop umarmt und sehr stark geatmet. Was tust du? Ich dachte, ich mache mir selber... Ich habe gestern deutlich klar gemacht. Aber das Klarmachen hat nicht funktioniert. Ich schätze, ich muss mich selbst klarer ausdrücken. Ja, bitte töte mich nicht. Ich werde dich nicht töten. Nur instruct you? Einschränken? Ich weiß es nicht. Ich will, dass er es selbst erklärt. Da kommt irgendeine perverse Geschichte. Was? Er hat so stark geatmet? Was hast du getan? Ich habe eine Idee, was abgeht, aber es ist nur lächerlich. Ja, ist es! Ifumi, kannst du mir erzählen, was passiert ist? Ich hab nur geredet. Was verboten war. War es das nicht? Ich verstehe, du verstehst. Zu ihr zu reden mit so viel, hat so viel Spaß gemacht und ich hab nur... Okay, Timeout. Ich kann nicht glauben, dass ich dich das frage, aber... Ifumi, du willst uns nicht erzählen, dass du in... Love gefallen bist oder so etwas, oder? Hä? Ha, dass ich die kaltblütige Killermaschine aus der Unterwelt bin, würde in Liebe verfallen? Das, nein, nein, niemals, das, ist das Liebe? I happen to do a scene reading for a certain famous... Oh, ne. Achso, er kannte mal so einen Typen, der hat sich in Mannequin verliebt. Und die hatten sogar eine Hochzeit und alles. Und deine Augen gerade jetzt sahen genauso aus wie seine.
Halt die Klappe! Sie ist kein Mannequin! Sie ist ein Engel! Und sag mir jetzt nicht, dass Engel nicht existieren. What we have can't be defined. Your pretty words. Was wir haben, kann nicht beschreiben. Kannst du nicht mit deinen hübschen Wörtern beschreiben? Ja, du bist total love. Wie konnten die Dinge so enden? Naja, am Anfang wollte ich bloß I just want to hear her say Master one more time. Oh nein, ich wollte einfach nur, dass sie Master sagt. Einmal. Und dann habe ich in ihren Einstellungen. Hä? But then I was poking around at her settings and stuff and saw she was a well-designed program. Dann hat er in ihrem Menü geguckt und hat herausgefunden, dass sie ein gut designtes Programm ist. Und es war wie soll ich sagen? Es war das erste Mal, dass ich in der Lage war, mit einem normalen Mädchen zu sprechen. Aber sie ist definitiv kein normales Mädchen. Also sie ist auch kein Mädchen. Chihiro war ein Junge. Selbst als ich ihr erzählte, was meine Hobbys sind und so ein Zeug, war sie nicht genervt oder disgust, also eklig, ne? Sie fand's nicht eklig oder so. Ah, deine Storys sind so interessant, Hifumi. Komm schon, sag mir mehr. Ich will alles über dich wissen, um mich zu entwickeln. So, das war das erste Mal, dass ein Mädchen so etwas zu mir gesagt hat. Außer meine Mom, versteht ihr? Ich meine. Oi, oi. Deine Mom hat solche Sachen zu dir gesagt? Das ist ein bisschen komisch, oder? Das ist, warum ich so glücklich war. Es hat so viel Spaß gemacht. Und bevor ich es wusste, habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich sie mag. Ihr Gesicht, ihre Persönlichkeit, ihre Stimme, selbst ihre Tastatur. Ja, du Weirdo! Selbst die Tastatur? Ich denke, du hast die Sache missverstanden, Hifumi. So, Kaffee ist leer. Bam. Alter Ego war nicht daran interessiert, wer du bist. Es war interessiert, was es über dich wissen kann. Es ist eine künstliche Intelligenz. Es existiert, um zu lernen. Natürlich will es Dinge von dir hören, was es nicht weiß. Du bist ein Experte in so vielen Dingen, die Chihiro nicht wusste, tofted about for what it is worth, und nicht weiß, wie wertvoll das sein kann. Alter Ego wollte diese Information, das ist alles. Ich weiß, ich meine, ich weiß das, aber doch. Sagt dir, es ist hoffnungslos? Du verarschst mich! Ey, ihr Arschlöcher! Ich saß hier und hab euch beim Labern zugehört, wie auch immer. Oh, Taka, du bist zurück. Wer zur Hölle ist Taka? Du? Hör zu, ich bin ich, verstanden? Hä? Wer bist du? Du verarsch mich nicht, ist es nicht offensichtlich? Ich bin Kiyotaka und Mondo. Wie Kiyondo. Ich schätze. Ich werde dir eine Banane in deinen Hals. Oh nein, das ist. Was the heck? Was für eine Art Fusion ist das? Was ist mit dir passiert, Taka? Eigentlich. Ich erzählte allen, was passiert ist gestern. Also es ist das wegen, was Alter Ego zu ihm gesagt hat. Bist du dir sicher, dass es Alter Egos Schuld ist? Vielleicht
ist Mondos Geist aufgetaucht und hat ihn besessen. Geist! Nein, das ist nicht sowas. Was meint ihr alle rum? Kommt schon. Oh, ihr pisst mich so an. Hey, Hifumi. Ja? Ich denke, was du denkst, aber... I don't know what you're thinking. Bro, gehört mir. Hä? Alter Ego. Er ist eine exakte Kopie von dem, der mir meine Seele zurückgegeben hat. Und ich werde nicht jemand anderen ihn jemals wieder benutzen. Fucking Idiots. Ich hab Angst. Ich kann das nicht erlauben. Was? Ich kann nicht zustimmen. Mr. Ishimaru, seitdem ich diese Gelegenheit hatte, lass es mich... I have this, ich hab die Gelegenheit, also lass es mich jetzt sagen. Das Schicksal hat uns verbunden zusammen in the Gordian Knot of True Love. Wahre Liebe. Na gut, ich und melded together in white hot heat of friendship. Also, Hifumi ist in das Ding verliebt und Kiyotaga hat eine Freundschaft zu dem aufgebaut und jetzt gibt's Stress. Hey, kommt schon, Leute. Schwachkopf. Oh, warte. Schwachkopf. Tag. Rede nicht so runter zu mir. Oder ich werde meine Faust direkt in deine vitalen Punkte reinrammen. Ja gut, ich schlage auf dem Speed des Sounds und ich habe keine Armhaare. Hä? Hört auf, ihr beide. Es gehört nicht zu irgendeiner Person. Chihiro hat es uns hinterlassen. Vitale Clues. Wir können ihn dazu benutzen, um endlich wichtige Hinweise zu bekommen. Oh. Kyoko hat recht. Wenn jemand unseren Frieden wieder stört, muss er mit mir zurechtkommen. Muss er an mir vorbei. Sowas in der Art. Keiner will mit Sakura kämpfen. Jedenfalls, Alter Ego hat... bis Alter Ego seine Arbeit beendet hat, tut nichts Seltsames. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ich kann dich nicht hören. Ja, verstanden. Okay, dann lass uns hier rausgehen. Wir können nicht hier länger noch abhängen. Ist es sicher, dass wir sie mit einer Verwarnung davonkommen lassen sollen? Ja, ich habe einen Plan. Es wird alles gut werden. Klasse. Nachdem ich Hifumi und Taka zugeschaut habe, wie sie sich gegenseitig dejected, also anvisiert, keine Ahnung, was fertig machen wollten, ging ich zurück zu meinem Raum. Digga. Es ist gerade noch morgens und nach allem, was passiert ist, bin ich wirklich müde. Ich muss mich zusammenreißen. Also was soll ich den Rest des Tages tun? Free time. So, wir gucken jetzt noch mal rein. Potato Chips, Black Croissant. Ich will auch mal mit Kiyotaka reden, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, was er auf Martial Art, Max Gloves, Glasses, G-Sig. Emperor's Form. Um seine Arschbacken zu kontrollieren. And bra, a bra designed to slip over your hands, its slogan. Oh, Alter, ist das heftig. Camera,
Muramasa. Was kann denn Kiyotaka mögen? Ich weiß es nicht. Ich gebe das mal Kiyotaka. Ich habe aber sonst keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich dem geben soll. Das ist alles Scheiße, was ich habe. Okay. Das ist die Frage. Kyoko. Das ist Kiyotaka. Das ist ein Klassenraum. Das hat irgendwas mit mathematischen Dingern zu tun. Vielleicht ist das so dieser Kiyotaka, den ich... Vielleicht kann ich ihn aber, da er jetzt eine Fusion von Mondo und Kiyotaka ist, kann ich ihm auch ein Geschenk geben, das beide mögen könnten. Wisst ihr, was ich meine? Hä, hey, was? Willst du etwas mehr sagen? Ain't got poop to say to you. Digga, er will nicht mit mir reden. Was ist mit ihm? Ich lass ihn lieber alleine. Er ist so aufgedreht. Scheiße. Okay, wir machen jetzt ein ganz weirdes Ding. Wir reden mit Asahina. Und ihr seht gleich, was ich meine mit weird. The opposite of possible isn't impossible. It's challenge. Der Gegenteil von möglich ist nicht unmöglich. Es ist auf Herausforderung. Das ist ein Zitat von einem berühmten Baseballspieler, Jackie Robinson. Wir müssen uns daran erinnern, das ist nur eine Herausforderung. Wir können nicht aufgeben. Okay, du willst auf eine Wanderschaft gehen, also auf einen Walk? Das interessiert mich. I don't care where to. Ist mir egal, wohin wir gehen. Wir sind ja eh gefangen in dieser behinderten Schule. Asahina ist cool. Hina und ich gingen in der Schule herum. Ja. Und wir kamen uns ein bisschen näher. Entweder mache ich jetzt einen ganz weirden Take. Ich glaub, sie könnte auch ein schwarzes Croissant mögen, oder? Oder soll das schwarze Croissant darauf hinweisen, dass es vielleicht auf Celeste abgestimmt ist? Ah, ich glaube nicht. So. Nee. Ich könnte ja auch die Boxhandschuhe geben. Ach nee, die habe ich nicht mehr, lol. Hey, wem habe ich die Boxhandschuhe gegeben? What the fuck? Tornikos Pants? Mag sie nicht. Oh, das. Nee. Ich habe sie wütend gemacht. Sie denkt jetzt von mir schlecht. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Ich wollte es aber machen. Das ist so weird. Das ist so wirklich so weird. Man macht das nicht. Man macht das einfach nicht. Das ist ekelhaft. Scheiße. Was habe ich noch? Ja gut, dann kann ich ihr das mit dem Ding aber auch nicht geben. Dann habe ich nichts für sie. Ich hab ja für niemanden was. Das ist ja übelst behindert. Einen Ring kann ich auch nicht einfach jemandem geben. Skarabäusbrosche. Ich weiß nicht. Ist so vielleicht so ein Glücksding, dass Yasuhiro so in seiner Wahrsage. Mit dem will ich nicht reden, ganz ehrlich. Glasses? Wer mag denn Brille? Mann, ich hab's bei Asahina ja übelst verkackt. Golden Airplane, Moonrock. Ich hab keine Ahnung. Ich hab wirklich no Ahnung, was ich gebe. Bitter Medizin.
used as a candy wrapper, but also helps. Das könnte Asahina gefallen. Ist ja was zu essen, ne? Ich habe ja leider keine Donuts oder so. Ansehen Tour-Tickets. Okay, wir reden mal mit Toko. Es könnte interessant werden, mit Toko zu reden. Wir haben nämlich einen Stift zum Schreiben. Oh, die sind gleich hier. Toll. Da ist Kyoko wieder. Mit dir werden wir eh noch genügend reden. Okay, speichern. Das hört sich nicht gut an. Ah, wie ist das Wetter? Ah, wir haben keine Ahnung, wie das Wetter ist. Ach nein, sie ist ja ein Serienkiller. Dann interessiert sie dieser Stift gar nicht. Scheiße, oder? Ich weiß es nicht. Ich denke, ich bin ein bisschen näher mit Genocide Jack. Das ist geil. Ja, ich habe einen Serienkiller kennengelernt. Aber was gibt man einem Serienkiller? Irgendwas Krankes. Potato Chips, Black Croissant. Sunflower Seeds eher nicht. Das erst recht nicht. Oh, sie könnte eine Brille gebrauchen, ha? Das gibt mal einen Serienkiller. Ja, es war klar, Alter, eine Waffe. Was zur? Bist du dir sicher? Ich bin glücklich darüber, es in der Hand zu halten. Ja, geil. Hä, lol. Auch nichts über sie gelernt. Was ist denn da los, hä? Yes, Nachtzeit, bam. Glückliches neues Jahr. Ich bin die Art von Typ, der nicht das neue Jahr feiern möchte. Ich will den Morgen von jedem neuen Tag, den Aufgang von jedem neuen Tag feiern. Weil jeder neue Tag verdient eine Feier. Also wieder glücklicher neuer Tag. Geil, geil, geil. Das Monokuma-Diät ist doch geil. Ich bin gespannt, wie es jetzt ja weitergeht. Taka und Kyoko sind noch nicht hier heute. Kyoko ist immer noch auf Wach. Wie sagt man? Wache, oder? Ich habe keine Ahnung, was mit Taka ist. Mann, vergiss doch diesen Typen. Du musst nicht so wütend sein. Sie sind Rivalen der Liebe. Was werden sie tun? Tu mich nicht auf den Level wie diese Jungfrau. Ich könnte seine Jungfräulichkeit zerstören. Catch. Fang? Ich schätze, du bist bereits infiziert. Warte, kannst du sie wirklich fangen? Ja, hä? Hör auf, so vulgar zu sein. Lasst uns Frühstück machen. Hey, diese Stimme. Die Tür zur Dining Hall schmiss auf, riss auf und eine Figur erscheinte. Also bist du es, Genocide Jack, und
Fragt euch nicht, warum wir ja zur gleichen Zeit angekommen sind. Die Antwort sollte offensichtlich sein. Ich gebe euch einen Hinweis. Ich trage rote Lingerie today? Das ist was Perverses, oder? Wie irgendwie wieder was. Ich denk, bin mir sicher, dass niemand wissen will. Ja, es ist irgendwas Perverses. Halt mal, du. Hä? Was ist dein Top-Power-Level? Wie zum Beispiel 35, 22, 33? Du startest auf großen, auf der Spitze und versuchst immer dünner zu, im Süden? Hä? Schau auf deine Melonen, die sind Gargantuan, Alter. Dunkst du sie in Milch jede Nacht oder so etwas? Ey, du fängst an damit, das du bringst mich zum Ausrasten. Wenn du einen Finger an Hina legst, werde ich dir zeigen, was keine Gnade ist. So, was willst du? Jedenfalls bist du doch nicht hier, um uns beim Frühstück mitzubegleiten. Natürlich nicht. Ich bin hier gekommen, um eine Story zu hören. Eine Story? Eine Story, die keinen interessiert. That nobody's bored for to tell. Also niemand hat sich dafür interessiert, das mir zu sagen. Du redest über alter Ego. Tut mir leid, aber wir können hier nicht darüber reden. Warum nicht? Weil wegen bestimmten... Na... Wegen der Situation, ne? Und jetzt fängst du an, dir über das alles Sorgen zu machen? Ich kauf dir das nicht ab. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Wenn wir rauskommen, werde ich dein Körper... Was? To the Vultures? Was sind Vultures? Die in der Wüste. Die... Vultures sind doch Aasfresser, oder? Vultures, Geier! Geier war's. Ja, ja, es waren Geier. Ich werde deinen Körper an die Geier verfressen. Verfüttern. Was für eine Art verrückter Diktator bist du? Aber ist das nicht eine Demokratie? Oder würdest du... You exclude this water. Ach, egal. Das ist noch nicht, was wir tun. Naja, wie auch immer. Es interessiert. If nothing else, wenn nichts anderes ist, erzählt mir, was mit Taka los ist. Als ich ihn gestern gesehen habe, habe ich bemerkt, dass er ein bisschen außer sich ist. Also habe ich mich gewundert. Taka ist wirklich nutzlos geworden. Celeste, du musst nicht so etwas sagen. Ist sein Spirit kollabiert oder so etwas? War er nicht in der Lage zu... wirft es mit dieser... Umwelt umzugehen? Also was hier passiert halt? Diese Männer, die es schaffen, in die Art der Gerechtigkeit zu fallen, sind oft die ersten, die fallen. Aber vielleicht macht es die Dinge interessanter. Interessanter? Okay. Er bedroht sie jetzt. Gut. Das, warum du gekommen bist, um uns diesen fantastischen Hinweis zu geben? Es scheint so, als wäre ich hier unwillkommen. Dann werde ich euer Wollen bestätigen und selber von selbst gehen. Ja, lass uns hier raus. Du musst nicht mit mir mitkommen. Du musst nicht so hart mit mir spielen, Master. Du kannst nur hart spielen. Das macht keinen Sinn. Er rennt da weg?
Warte, rennt hinterher. Also, was war das nun? Für jetzt, Byakuya war wie... Vielleicht ist er die Art von Typ, der anfängt, anders zu denken, wenn Dinge sich ändern. Ich schätze. Okay, das heißt, wir machen ihr Frühstück und ging dann zurück in ihr Raum. Also er. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Was heute tun? So Leute, und damit sind wir jetzt erstmal wieder fertig. Ich hoffe, dass das alles gespeichert bleibt und wir sehen uns zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Warte. Achso, das habe ich gar nicht. Wenn es wieder heißt, Danganronpa, let's go rein in die Masse. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Rein in die Masse? Hä? Tschüss.